Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir Tifa aus Don Corneos Villa hier befreit und Don Corneo zur Rede gestellt. Und ja, wir haben herausgefunden, dass die Leute von Shinra die Platte von Sektor 6, ne, 5, ne, kaputt machen wollen. Also, die wollen den Pfeiler der Platte kaputt machen, damit die Platte hier so locker flockig in den Sektor reinplumpst. Und das wollen wir natürlich nicht, weil wir da irgendwie leben. Und ja, gut. Wir sind aber jetzt von Don Corneo hier in die Kanalisation verfrachtet worden. Und ja, vor uns liegen Tifa und Aeris. Und das ist jetzt ein bisschen interessant. Und zwar, weil im späteren Verlauf von Final Fantasy 7 konnte man irgendwie ein Date mit einigen Charakteren haben, unter anderem auch Tifa und Aeris, und einige Entscheidungen, die man im Spiel getroffen hat, haben da irgendwie beeinflusst, mit wem man auf dieses Date geht. Und die Sache ist jetzt aber die, dass dieses Spiel ja nur bis zum Ende von Midgar geht und das Date tut erst später irgendwann auftauchen. Also deswegen, ja, weiß ich nicht. Jedenfalls diese Und ich meine jetzt, je nachdem, wen man hier als erstes wählt, irgendwie hochzuhelfen mit dieser Person, weiß ich nicht, wird dann irgendwie die Chance erhöht, dass man auf das Date geht. Und ja, wie gesagt, das kommt in diesem Spiel wahrscheinlich gar nicht vor. Deswegen, ja, weiß ich nicht, hat das irgendwie nicht so einen riesigen Einfluss hier, ne? Aber, oh, ich sehe gerade, die ist nur, alles klar. Aber ich wollte es nur mal erwähnen, ne? So mein Final Fantasy 7 Wissen, ein bisschen rumflexen. Ich helfe mal Aeris auf. Nach Sektor 7. Ja. Sektor 7, okay. Oder? Dieser Dreckskerl. Und ja. Es kommt direkt. Was Großes. Ein kleiner Haps. Oder Raps. Oder wie ich mein Viech nochmal hieß. Mal Kampfthema. Okay. Hi. Bereit? Na klar, logisch. Muss ja. Okay. Okay, du heißt irgendwie anders. Akko, so hieß du nicht im Original. So. Gehen wir auf die Hörner los. Au. Guck mal, die Hörner zu stützen. So, stehlen. Versuch mal. Stehen fehlgeschlagen. Jetzt liegt es an dir. So, wer hat jetzt nochmal? Du hast, glaube ich, Analyse, ne? So. Stehbar, Turboether, ja, kann man aber ja machen. Ne? Wirksam Feuer. Alles klar. Dann machen wir mal. Feuerer, wenn es geht. Oh, jetzt habe ich auch noch daneben gehauen, ehrlich. Du hast, glaube ich, auch Feuer, ne? Nö. Hi. Ja, jetzt kann er auf den drauf schießen. Oh nein. Ja, weg von dem. Ja. So, mal Werte noch mal wiederbleiben. Ich glaube, Cloud, ne? Dreck. So, dann müssen wir einmal Dings hier machen. Vitra am besten. Cloud. So, wurden jetzt die anderen, die Hörner auch analysiert. Irgendwie. Ich glaube, ich konnte gar nicht analysieren, ne? So war, glaube ich, immer so bei einigen. Nee, das passiert einfach nichts. So, ich möchte mal mit jemanden hier wieder Schuppen kommen.
Ich glaube, diesen Kampf hat man mal in irgendeinem Trailer gesehen oder so, ne? Weil ich glaube, da wurde irgendwie Ifrit beschworen an dieser Stelle, ne? Aber ja, soll's. Wie mache ich das nochmal? Lass ich nur auf. So. So. Damit werde ich auch mal sehen, Schokobommel, Moppel. Diese Kanalisation ist nicht groß genug für uns beide. So. Oh Gott. Hilfe. Ja, der leckt mich ab. Kannst du mich auf den Arm nehmen? Au. Alter. So, nee, alle bitte. So, Cloud, du kannst. Oder auch nicht. Oh mein Gott. Alter. Ja. Ich komme gar nicht dazu, irgendwie was zu machen. Oh, ich gehe mal auf die Hörner los. Hoffentlich bringst du da irgendwie. Alter, wie willst du denn da rausgehen? Weil man kann Aeris dieser Flächenschein anrichtet. Ja, komm. Du musst wahrscheinlich oben sein, ne, um irgendwas machen zu können. So. Schockpotenzial groß. Ja, das klingt gut. Na, was ist das denn? Warte, die Bombe. So, Würzelbombe, was? Oh, das sind einfach auf den draufplatzen, genau. Genau wie die Beschwörung aus dem Original. Oh, da habe ich geblockt. So, warte mal. Du kommst gefaced. Runter. Na, ah, schade. Ich bin bereit. Na. Das Spiel ist aus. Jetzt reicht's. Jetzt gibt's eins auf die Hörner. Zack. So, das ist hier mehr Menüarbeit als irgendwas anderes, ne? So, ich will das mal ein bisschen ja professioneller angehen. Gott. Ah! Oh Gott, ey. Nein. Oh, da. Das wollte ich. Ja, und dann auch noch so, warte. So. Auf Feuer, komm. Soll ich denn die Hörner kaputt gehen? Der geht doch schneller kaputt als die Hörner. Keine Chance. Was macht der da? Oh, pff. Genau. Warum kann sie keine Gegenstände, aber sie keine Dinger hat? Habe ich irgendwie was anderes? Wie soll man das denn überleben, ey? Wow. So, na, du hast mich wieder beleben. Tut mir leid.
ein bisschen zu krass drauf, der Kampf. Ja. Ey, die Kämpfe sind viel zu schwierig irgendwie. Oder bilde ich mir halt nur ein, ey. Ja, okay, ich hätte vielleicht was machen sollen, wenn er da oben war, aber was hätte ich denn da machen sollen? Ich habe nicht irgendwie, weiß nicht, ich kann mich irgendwie gar nicht austoben in diesen Kämpfen. Habe ich irgendwie falsche Ausrüstung oder so? Sollte ich vielleicht irgendwie bessere Accessoires oder so benutzen? Ich weiß es nicht. Also was, dann mache ich jetzt einfach mal. Weil einige Sachen, die haben ja nicht viel Verteidigung oder so, ne? 26 hier. Ja, Mithril Armreif. Da gibt mir mehr magische Verteidigung, aber. Und da Eris, die braucht die ganzen Dinger hier. Da physische Verteidigung 75. So. Helfen wir da Eris. Ich meine, ich hätte eigentlich jetzt auch Dings aufheben können, aber. Ja. So. Ah, nein, nicht. Boah, wir hatten jetzt schon wieder hier Dings. Also ich hau schon irgendwie hier meine besten Sachen auf den Rauch und so, aber so, oh, das hat jetzt eine Menge Schaden gegen Atoren gemacht, habe ich gesehen. So, sehr gut. Vor allem einige Angriffe kannst du gar nicht ausweichen, ey. Oh Gott. So, du hast Barriere, das gibst du mal dir selber erstmal. Au. Ich schau mal mit meinen Feuerer auf dein Horn drauf. Das hat eine Menge Schaden macht. Auf Feuer bringt es auf jeden Fall sich gerade. Leider nicht so immer was, okay, cool. Vitra auf Eris. Oh, du hast dich gelöscht, alles klar. Hier kann ich wieder ein Feuer aufgehen lassen. So, hast du irgendwas, was du machen kannst? Okay, wie kann man diesen Angriff abbrechen? Ich verstehe das nicht. So. Oh Gott. Wie sind ihnen jetzt schon die Dings ausgegangen, ey? Oh. So, was hier? Ich habe es schon wieder vergessen. So, dann machen wir Barriere auf tiefer. Ich hatte hier ein bisschen strategisch schon mal an. Das ist gleich kaputt, sehe ich gerade. So, dann Barriere auf Cloud. Ich sehe gerade, die Barriere ist schon wieder weg von Aeris. Geil, das hält gar nicht lange. Hey, dann rechts ist gleich kaputt, komm. Aber ich weiß nicht genau, was das macht, aber gut. Sehr gut. So. Du auch mal bitte. Oh, du hast Feuer, sehe ich gerade. So, noch mal. Boom.
So, und du auch direkt zweimal Feuer oder irgendwas anderes. Jetzt war hier. Oh mein Gott, ich sehe gerade, die ist fast tot. Nicht fast tot, aber. Ja, okay. So, ja, geil. Du, hör auf. Warum sind meine Spidohörner jetzt kaputt? Ich habe nur eins kaputt gehauen. Jetzt 700 TP, HP, nee, doch TP. So, und du bist anfällig gegen Feuer, habe ich gehört. Ich meine, so, Harris, wir brauchen deine Heilung gerade. So, beschwören, Ifrit. Mach den Plot. Ich habe gehört, Feuer ist effektiv gegen dich. Deswegen haben wir den Trailer benutzt. Ich bin bereit. Mach mich los. Daneben nicht. Ich habe kein MP immer noch. Okay, Abwasser Tsunami. Ja toll, ich habe keine Dings. Ja, was soll ich dagegen machen? Oh, ey, es hat. So, boah. Ey, was ist das für ein Bescheiß? Boah. Erstmal, was soll ich gegen das Ding machen, wenn ich keine Dings habe hier? Keine Punkte hier. Alter. So, mein Gott. Ja, willst du denn ja gegen machen manchmal, ey? Du hast gar keine Kontrolle in dem Kampf hier, in dem Spiel manchmal. Ich bin bereit. So, so Barriere habe ich gemerkt, bringt überhaupt nichts, also ja. Ich glaube, das Spiel verlangt von einem, dass man irgendwie so, weil nicht so ein paar Dinger hier bereithält, ne? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Da mache ich ja eigentlich schon wieder. So, mache keinen Unterschied, ja. So, wir wollen erstmal wieder das hier, heiliger Magiekreis. So, kommt Cloud, rechtes Horn. So, noch mal. So, das ist gut. Vom Matt bekomme ich hier schon wieder die ganze Zeit. Oh. So, nein, ich halt Trank, super Trank, wenn es geht. Weil ich dann halte ich mit tiefer irgendwie, weiß nicht. Aber sie hat nicht so gute Fähigkeiten, ja.
keine Ahnung hier. Einfach mal irgendwas hier machen. So. Horn kaputt. Sofort. Aber dann kommt er gleich wieder mit seinem Tsunami und dann bin ich tot, ey. Deswegen behalte ich jetzt erstmal ein paar Dinger. Dann sagt er, während hier, hier boah, habe schon wieder keine Dinger. So, ich brauche wieder zwei Dinger. Aber ja, hab ich überhaupt schon analysiert? Nee, ne? Iris hat Analyse, ne? Iris, schneller, danke. Willst du auch einen auf mich werfen? Ja, ne? So, boom, ja, wie soll man das? Ich verstehe das nicht. Man kann halt irgendwie nicht. Und warum bin ich die ganze Zeit vergiftet, ey? Okay. Ich glaube, der Kampf nicht schon schwer genug mehr, ey. So, Eris, Heilung bitte. Jetzt kommt er gleich wieder mit seinen Dingen, ne? Konter. Oh, der ist schockanfällig, sehe ich gerade. Der geht wahrscheinlich wieder gleich in seinen Tsunami über, ne? Ey, Verarschung! Ich habe gesehen, der Balken war gerade voll. So gut wie. Was ist das für eine Verarschung? Ich nehme an, wir müssen uns weg von den Dingern bewegen, oder was? Ich verstehe es nicht. Ja. Wir haben es ja überlebt. Und dann kommt er mit dem nächsten Klangriff. Ja, was willst du ja machen? Jetzt schon zum nächsten Angriff über. Hallo, kann ich mich mal irgendwie erstmal hier fangen wieder? So, Eris, nein, boah. Oh, sie hat keine ATB, geil. Ja, bitte. Ich bin noch am Leben. Oh. Hey, sagt mir doch einer. Und weiter geht's. So, Heiner Wind. Ey, willst du mich eigentlich verarschen? Was? Oh, nein. Lasst euch vom Wind tragen. Na, blind. Verarschen, ey. Hälfte der Angriffe kannst du gar nicht ausweichen. Die andere Hälfte tut dich vollkommen zerstören. Oh, komm her, wird gestunt oder was weiß ich irgendwas. Ja, der wurde echt gestunt. Oh Gott, ey. So, jetzt. Na. Oh nein, ne? Nee, ne?
Was müssen wir machen? In der Mitte hingehen oder was? Ja. Ach. Ich glaube, man muss an. Ich glaube, da kommt immer noch von einer Seite raus. Man muss in die andere Seite gehen, ne? Aber glaube ich jedenfalls. Ich glaube, ich muss echt ein bisschen mehr grinden hier, so leveln und so, weil die Kämpfe sind so knüppelhart in dem Spiel. Also ich habe jetzt schon so oft hier den Kampf neu angefangen. Ich hätte mal vielleicht irgendwie tiefer ansprechen sollen, aber ich reg das hier gerade so auf. Ey. Ich brauche für jeden Boss irgendwie ja 10 Parts irgendwie. Also Gefühl. Konter. Nee, bevor wir jetzt irgendwie was machen, ne? Erstmal Aeris hier mit ihren heiligen Magiekreis. So, jetzt kommt Cloud dahin. Ja, ich habe gesagt Cloud. Laut jetzt Feuerer die Hörner. Schon wieder. Irgendwie gehen beide Hörner kaputt, wenn ich ein losgehe. So, tiefer, keine Ahnung. Nichts überstürzen. Aber wenn wir schon mal hier sind, oh, der war mal gegen Eisfall, der lauf. Na, sehe ich jetzt natürlich nicht. Von hier aus. Komm schon, der war im Wasser. Er hat perfekt geklappt irgendwie. So, dann haben wir schon mal erledigt. So, der ist jetzt da oben. Dann kann ich sowieso nicht abbrechen, aber was soll's. Boom. Da, ja, das ist. So, zu Ziel von automatisch ihre Sachen hier aktivieren, ja, bei Entfesselung. Nicht so aus. Okay, so. Ich glaube, ich habe einen davon verfehlt. Geil. Ich glaube, sie machen mit normalem Feuer irgendwie mehr Schaden gegen ihn als zwei von Clouds Feuer. Auch nicht schlecht, ne? Bis dat. Oh. So, jetzt kommt er wieder mit seinem Tsunami. Ne? Oder auch nicht. Was zum Teufel? Oh, komm doch mal auf mich. Nächstes Mal, wenn ich auf diesen Angriff vorbereitet bin, ne? Geblockt. Ich habe keine MP. So was hier. So, jetzt kommt er mit seinem Tsunami. So, jetzt gehe ich auf die andere Seite. Kamera zeigt sogar dahin, ey. Leute. Ja, jetzt wird natürlich niemand getroffen, ey. Selbst wenn die volle Möhre da stehen. Verarscht mich doch, ey. Aber überhaupt nicht schwer, ey. Was mache ich hier eigentlich? Hast du noch den Feuer raus, Feuer? Nee, geil. Weil mir das Spiel eiskalt meine ATB und meine MP noch verbraucht, auch wenn ich das nicht rauskriege, ey, rechtzeitig. Ey. Oh, komm. Oh. So,
So, weiß ich nicht, hier Ende der Strecken macht man das. Und tiefer, du mach, weiß ich nicht, rückwärts Salto. Wir brauchen ein bisschen Heilung. Diesmal schafft man das. Komm. Jetzt weiß ich, wie man diesem blöden Ding ausweicht. Und sie hat noch Sprengfaust aktiviert. Ey, auf sich zu verprügeln. Du Sack. Fürs Feuer. Oh Gott, Tifa ist gleich tot. Oh, Salah. Okay, dann macht das mal. Das voll gebracht. Ja, nicht getroffen, glaube ich, ne? So, Cloud, hier. Ja. Du kannst noch, oder? So, ist das noch mal? Okay. So, beschwören. Doch, bitte sag mir jetzt nicht, der geht da oben hin und ruft seinen Tsunami, wenn ich hier gerade. Oh nein. Ich war immer weg da. Dann ist man auch automatisch da weg, ne? Wie jetzt niemanden trifft, ne? Wie das Ding jetzt überhaupt nicht mehr trifft. Gibt's einfach nicht, ey. Vorhin die ganze Zeit getroffen, ne? So, komm her. Und na ja, Störung, was weiß ich. Boom. Besiegt. Oh Gott. Den ganzen Part gebraucht für das Viech. Überhaupt analysiert, ich glaube nicht, ne? Dreck. Weg ist es. Das wäre jetzt geflüchtet. Das ist nicht gut. Ob das hier sein Nest ist? Könnte Corneos Haustier sein. Und das Futter. Hohi! Hey, ob der Widerling die Wahrheit gesagt hat? Dass sie die Platte opfern, nur um Avalanche zu vernichten. Ganz Midgar wäre in Gefahr. Würde Shinra so etwas wirklich tun? Ist gut möglich, dass er uns mit einer Lüge aus dem Konzept bringen wollte. Sehe ihm jedenfalls ähnlich. Und was, wenn es doch wahr ist? Wie? Dann müssen wir es verhindern, oder nicht? Schnell, gehen wir. Ist besser, als tatenlos abzuwarten. Nicht wahr? Hm. Ja. Nur tiefer. So, alles klar. Ne, hab ich nicht. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Man kann die, ich weiß ja nicht, wann man die wieder spielen kann, ne? Da wurde mir irgendwie war irgendwann gesagt, ne? Anleitung. Unterwegs. Man wurde mir halt nochmal erzählt. Irgendwann wurde mir halt erzählt, ne? Ich dachte, ich hatte doch irgendwie mich gespoilert habe irgendwann mal. Unterwegs. Ich weiß es nicht.
Du kannst mehr oder schließt du ein Kapitel an, lassen sich manche Aufträge nicht mehr weiterführen. Versuche sie möglichst zeitnah zu erledigen. Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen den aber sowieso irgendwann noch mal bekämpfen, weil er jetzt gerade abgehauen ist, ne? Also, ich meine, wir begegnen den irgendwann noch mal und dann können wir den noch mal analysieren, aber dann wird der ja wohl nicht mehr die gleichen Werte haben oder so, ne? Weiß ich nicht. Aber wo habe ich denn das? Ja, habe ich mir echt irgendwie was jetzt spoilern lassen oder so? Weiß ich nicht. Gut. Würde ich sagen, ich beende Bad hier. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Und ja, ich hoffe, euch hat Bad gefallen. Wenn ihr eins lässt, bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.